Tumulte in Minute 72. Drei verletzte Spieler am Boden. Braunschweiger Proteststürme. Schiedsrichter Siebert hatte gerade das 2:2 für Magdeburg gegeben. Wenige Augenblicke später Christian Tietz außer sich. Siebert nimmt das Tor zurück. Chaos in Braunschweig. Unverständnis beim FCM. Ich weiß nicht, ob die Braunschweiger ihn dann umgestimmt haben, weil sie natürlich vehement dann auf ihn eingeredet haben. Er hat sich dann auch nochmal mit dem Linienrichter unterhalten, hat er dann zu mir gekommen und meinte, wie ich es gerade gesagt habe, dass es da vorne ein Stürmerfoul ist und das Tor wird gecancelt. Ich sag mal so, wenn es für uns heute um richtig was gegangen wäre, dann wäre ich jetzt hier nicht so ruhig. Vor Anpfiff ein leichtes Lächeln bei FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert. Danach Schwerstarbeit. Reimann mit dem weiten Ball. Schuler gegen Behrendt. Erst der Pfiff. Dann das Tor. Schuler geht nur in den Mann. Sein Treffer zählt nicht. Erste Meinungsverschiedenheiten. Hier ist für mich ein normaler Körpereinsatz. Und der Spieler geht dann durch den Schiebchen rein. Da der Schiedsrichter ja schon abgepfiffen hätte, hat unser Torwart gar nicht mehr reagiert. Magdeburg mit Vorteilen vor ausverkauftem Haus an der Hamburger Straße. Die Eintracht träumt vom direkten Wiederaufstieg, tat sich offensiv aber lange schwer. Und auch in Minute 39 war viel Glück dabei. Müller schießt Condé an, dann fault er Henning. Diesmal ist die Sache klar. Siebert entscheidet zu Recht auf Strafstoß. Der gebürtige Erfurter Leon Lauberbach scheitert an Reimann. 0:0 zur Pause und dann wurde es wild. Kurz nach Wiederanpfiff. Ecke Multaub, Tor Nikolaou, Führung Braunschweig. Die Eintracht in diesem Moment auf einem direkten Aufstiegsplatz. Die FCM-Zuordnung stimmt nicht. Der kleine Tscheka lässt Nikolaou ziehen. Bittroff und Obermeier kommen nicht mehr in den Zweikampf. Eine Partie auf höchster Intensitätsstufe. Müller per Kopf. Kein Problem für Fejsic. Und während Müller sich ärgert, leitet der Keeper den Gegenangriff ein. Fehler Condé. Und diesmal bleibt Leon Lauberbach cool. 59. Minute, 2:0. Der verschossene Elfmeter vergessen. Leon Lauberbach, König von Braunschweig. Sein 11. Saisontor. Starker Abschluss in vollem Lauf. Reimann noch dran, aber nicht entscheidend. Und Magdeburg reagierte, als ginge es um alles. Und wurde nur 2 Minuten später belohnt. Ito auf Müller, Tscheka nicht im Abseits, der Anschlusstreffer. Gegen Zwickau hatte er die große Aufstiegsparty eröffnet. Hier bringt er den FCM zurück. Tolle Moral. Diesen Meister, die kann keiner mehr einholen. Und jeder hat geglaubt, dass die, glaube ich, hier mit ein paar Promille Jahren tanzen. Haben sie nicht. Sie haben hier fast ihre beste Truppe aufgestellt und haben gut gespielt und wir haben dagegen gehalten. Es hätte eine halbwegs entspannte Schlussphase für die Gastgeber werden können, hätte Henning kurz nach dem 1:2 diese 100-prozentige genutzt. Tat er nicht. Und so wurde es in besagter Spielminute 72 turbulent. Tscheka auf Schuler. Der Crash im Strafraum. Brünker staubt ab und Siebert zeigt in Richtung Mittelkreis. Braunschweig wütend, fassungslos. Tscheka am oberen Bildrand winkt medizinische Hilfe herbei. Erst der üble Zusammenstoß von Fejsic mit Schuler und Marx. Schuler bekommt dabei die Stollen von Fejsic an den Kopf. Brünker wird bei seinem Abschluss gefoult, fällt dann seinerseits auf den Torhüter. Sanitäter im Großeinsatz. Fejsic und Schuler können weitermachen, Brünker nicht. Über 6 Minuten wird behandelt und diskutiert. Schließlich schwenkt Siebert um. Doch kein Tor. Nicht nachvollziehbar für Christian Tietz. Große Diskussionen. Wir können uns gerne die Bilder anschauen. Dann sehen Sie, dass der gegnerische Abwehrspieler in seinen Torwart reingrätscht. Unser Stürmer ist vorher dran. Also kann es von uns am keinen Foul gewesen sein. Dann wird Kai Brünker klar gefoult und macht den Ball noch rein. Dann gibt der Schiedsrichter das Tor. Beide Spieler, unsere Spieler und der gegnerische Stürmer, kommen mit dem gestreckten Fuß auf den Torwart reingerutscht. Und von dem her ist es absolut zu 100% zu Recht zurückgegeben, genommen worden. Der Schiri hat aber gemeint, dass dann der Stürmer von uns, also Lukas Schuler in dem Fall, den Braunschweiger Verteidiger in seinen Torwart reingeschubst hätte. Aber das glaube ich nicht. Einen Schubser gab es tatsächlich nicht. Schuler trifft Fejsic aber mit gestrecktem Bein und offener Sohle. Deshalb geht die Entscheidung letztlich in Ordnung, dennoch bitter für den FCM. In der Folge verteidigt Braunschweig den Heimsieg und kann den Aufstieg weiterhin aus eigener Kraft perfekt machen.
Magdeburg verliert ein verrücktes Fußballspiel und hat trotzdem beeindruckende Mentalität bewiesen.